Ein wenig Fermentierung bringt Treibstoff in die existierende Sache. Eine gewisse Fermentierung wird das Darmbiom vervielfältigen. Wenn du es über einen bestimmten Punkt hinaus fermentierst, dann kreiert es ein eigenes Biom. Unterstützt nicht dein Biom. Ich weiß, das ist ein gefährlich zu betretendes Terrain in der westlichen Welt. Das sind alles die schrecklichsten Dinge, die man essen kann. Was ist der Effekt von fermentierten Lebensmitteln auf die Fähigkeit wahrzunehmen? Ist es etwas, das wir in bestimmten Fällen vermeiden sollten? Eine aktuelle Studie hat gezeigt, dass tatsächlich Menschen, die eine große Vielfalt an fermentierten Lebensmitteln essen, im Vergleich zu einer Gruppe, welche die Aufnahme von Ballaststoffen optimierte, dass die Gruppe mit den vielfältigen fermentierten Nahrungskomponenten ein ausgeprägteres, ein besseres Darmökosystem und davon weniger Entzündungsmarker hatte. Ich würde jedem empfehlen, es ist ebenso wichtig wie eine weitgehend pflanzliche Ernährung, verschiedene fermentierte Lebensmittel einzubeziehen. Schau, jede tierisch basierte Fermentation. Wenn ich sage tierisch basierte Fermentation, es gibt Kulturen, wo Fleisch fermentiert wird, buchstäblich verrottendes Fleisch betrachtet man als Gourmet. Es gibt Teile der Welt, wo es so gegessen wird. Das ist die schlechteste Weise, es zu essen. Aber in diesen Kulturen ist es zu Gourmet geworden. Denn das waren Kulturen, die sich für große Teile des Jahres in extremer Kälte oder entfernt vom Rest der Welt befanden. Wenn sie Nahrung zu sich nehmen mussten, mussten sie lernen, verrottendes Fleisch zu essen und zu genießen, ansonsten wären sie wahrscheinlich tot in jenen Tagen. Ähnlich, ich weiß, das ist ein gefährlich zu betretendes Terrain in der westlichen Welt, Käse, welcher ebenfalls zu diesen Dingen gehört. Wenn der Winter kam, hatten die Menschen nichts zu essen, um ihre Kalorien zu erhalten. Die einzige Möglichkeit war Käse. Das sind alles die schrecklichsten Dinge, die man essen kann, wenn du mich fragst, wenn du an Wahrnehmung denkst. Wenn wir auf die Wahrnehmung blicken, wie man es betrachten sollte, ist, was immer deinen Körper schwer und undurchlässig macht in deiner Erfahrung, lässt dich fühlen, dass der Körper sich abmüht, das zu verdauen. Das ist nicht gut für deine Wahrnehmung, weil der Körper so gemacht ist. Wenn irgendeine Aktivität zu viel Energie und Aufwand erfordert, werden die anderen Aktivitäten zurückgehen. So simpel ist das. Angenommen, du verwendest dein Telefon und spielst zu viele Videos ab. Wenn du dann einen Anruf machen willst, gibt es keinen Strom, der Akku ist leer. Genauso ist es. Nutzt du es zu sehr auf einer Ebene, geht eine andere Ebene runter. Den Verdauungsprozess also als einen Überlebensprozess beizubehalten, um ihn dort zu behalten, wo er sein sollte, nicht mehr und nicht weniger, ist wichtig. Eine gewisse Fermentierung wird das Darmbiom in mancher Hinsicht vervielfältigen. Wenn es also um fermentierte Lebensmittel geht, sollte es unter deiner Kontrolle sein. Zum Beispiel in Südindien, eine fermentierte Substanz, die täglich zum Frühstück konsumiert wird, ist Idli, Dosa. Wenn man nördlich von Bangalore geht, werden wir es nicht anfassen. Zumindest ich werde es nicht. Denn zum einen fühlt sich das Idli an wie ein Golfball. Im Süden fühlt sich Idli wie eine Blume an. Wenn du nach Norden gehst, wird es zu einem Golfball. Du könntest damit spielen. Und sie wissen nicht, wie man fermentiert. Sie haben es übermäßig fermentiert die ganze Zeit. Also im Süden, jede... Es wird schwierig auch dort. Normalerweise würde jede Frau zu Hause wissen, sie wird einfach immer mit dem kleinen Finger, sie berühren es so. Nein, das kann man nicht verwenden. Sie würden es einfach wissen. Oder wenn du nicht sehr empfindlich bist, wenn du es riechst, wenn es über einen bestimmten Punkt hinausgegangen ist, wirst du wissen, es ist über einen Punkt hinaus fermentiert, wo man es nicht essen sollte. Also diese Art von fermentierten Dingen geben wir immer unseren blühenden Pflanzen. Denn sie blühen besser, wenn sie diesen fermentierten Teig bekommen. Aber sobald wir sehen, dass es darüber hinaus fermentiert ist, essen wir es nicht. Das nächste Ding ist der Curd, oder was ihr als Joghurt bezeichnet. Es ist nur über Nacht fermentiert, es muss noch süß sein. Wenn es sauer wird, ein wenig Säure ist in Ordnung. Wenn es das überschreitet, werden wir es nicht essen. Denn wenn du es über einen bestimmten Punkt hinaus fermentierst, dann kreiert es ein eigenes Biom, unterstützt nicht dein Biom.
Ein wenig Fermentierung fügt der existierenden Sache Treibstoff hinzu. Das, dein Magen oder dein Verdauungskanal ist Fermentation, aber es ist eine bestimmte Fermentation ist eine bestimmte Kultur, richtig? Ist es das richtige Wort, Sir? Es ist eine Kultur. Es ist eine bestimmte Kultur. Also willst du es kultivieren, auf eine bestimmte Weise, die für dich vorteilhaft ist, nicht einfach auf irgendeine Weise kultivieren. Wenn dein Magen sich wie eine Bierfabrik anfühlt, was dann? Du sprichst von Wahrnehmung. Wenn du über Wahrnehmung sprichst, sollte dein Magen Signale senden, um immer wacher und schärfer zu werden. Wenn es dich so macht, wo bleibt dann die Wahrnehmung? Also eine Sache ist, jegliche tierischen Lebensmittel, die fermentiert sind, essen wir normalerweise überhaupt nicht. Wenn du ein wenig Curd essen musst, der ist aber nur über Nacht fermentiert, 6 bis 8 Stunden. Wenn es Sommer ist, nur 4 bis 5 Stunden. Auf diese Weise fermentieren wir sehr vorsichtig. Wenn die Leute eine Mahlzeit um 1 Uhr nachmittags im Sommer haben wollen, fermentieren sie es morgens um 8 Uhr, 9 Uhr, weil die Temperaturen heiß sind. Ist es in den kühleren Jahreszeiten, fermentieren sie es kurz, bevor sie abends zu Bett gehen. Am nächsten Tag wird es fertig sein. Und dieses fermentierte Ding, wie behandelst du es? Heutzutage ist all das weg und die Menschen um meinen Tisch herum, ich versuche immer, dem etwas Nachdruck zu verleihen. Wenn es bei uns zu Hause einen Curd gibt, der soeben geronnen ist, kann man nicht einfach einen Servierlöffel so nehmen. Man muss vorsichtig sein, ihn von einer Seite zu nehmen. Immer würden sie uns sagen, er ist lebendig, ihr müsst ihn vorsichtig behandeln. Man nimmt ihn nur von einer Seite und verwendet ihn, denn es ist Leben, es ist lebendig. Du kannst ihn nicht einfach so eintauchen und einstecken. Schau, die Vereinigten Staaten von Amerika müssen eine Menge tun. Ich verstehe, warum es so geworden ist, denn es ist eine Sache von 200 bis 250 Jahren. Als sie kamen, Menschen kamen hierher in ein wildes Land. Sie saßen und aßen, wo auch immer. Sie standen und aßen, wo auch immer. Selbst heute tun sie das, sie müssen es nicht tun. Sie haben ein gewisses Maß an Bildung, Zivilisation und Wohlstand erreicht. Jetzt musst du tun, was für dich am besten ist. Ich erzähle dir meine Erfahrung. Eines Tages war ich in Washington D.C. im Geschäftsviertel, nicht im politischen Teil, im geschäftlichen, wo CEOs und Anwälte und andere sind. Ich weiß nicht, was diese Leute sind. Vielleicht Geschäftsführer, CEOs, alles junge Leute, weniger als 35 Jahre alt. Alles junge Leute, offensichtlich von der Ivy League, solche Leute. Und wenn man sich ihre Kleidung ansieht, wie sie sind, sind sie sehr wohlhabend. Sie stehen alle draußen. Es ist etwa 12.30 Uhr, 12.45 Uhr Mittagspause, glaube ich, für sie. Und da ist so ein Wagen, vielleicht ist es ein, ich weiß nicht, ein Hotdog oder irgendein Hundeteil oder Kuhteil, irgendetwas verkauft er. Alle Männer und Frauen, sehr gut gekleidet, sie stehen alle da, halten Essen in ihren Händen und so, hacken auf ihr Essen ein. Ich habe das nur gesehen. Mir kamen die Tränen. Was ist passiert mit diesen Menschen? Sie sind wohlhabend. Wenigstens könnten sie auf dem Boden sitzen und anständig essen. Nein, sie hacken auf das Essen ein, wie selbst ein wildes Tier nicht essen würde. Das ist nicht gut. Wie du etwas isst, ist genauso wichtig, wie was du isst. Denn du und das Essen sind nicht zwei separate Dinge. Dein Körper, das Essen, das du isst, der Boden, auf dem du gehst, das Wasser, das du trinkst und die Luft, die du atmest, sie sind nichts anderes als du. Es ist dasselbe Zeug hier. Es gibt uns nur eine individuelle Erfahrung. Wenn du es mit so viel Liebe behandelst wie deine Kinder, wenn du es nicht als göttlich sehen kannst, kannst du es wenigstens mit so viel Liebe behandeln, wie du deine Kinder behandeln würdest. Es würde fantastische Dinge für dich tun.